Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Call of Duty Vanguard. In der letzten Folge haben wir unsere Wellgun auf Stufe 27 gebracht. Ich habe nochmal geschaut, nach wie vor werden mir die Aufgaben hier nicht angezeigt, was ich hier machen soll. Aber das interessiert uns eh nicht, denn in der Regel ist das immer das Gleiche, zumindest die ersten sechs Aufgaben, nein, sieben sogar. Ja, das erste hier wird sein, tötet so und so viele Gegner, das hier werden die Headshots sein, dann die Multikills oder auch andersherum. Dann haben wir die ja, fünf Abschüsse ohne zu sterben. Hier hinten haben wir dann garantiert wieder die Longshots und Hipfire-Kills. Und irgendeins fehlt noch. Ja, ist auch egal. Ab Stufe 60 wird es dann interessant. Da muss ich dann notfalls googeln, was ich denn hier machen soll. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sagen. Unser Operator, der neue Operator, ist auf Stufe 4. Haben wir auch in der letzten Episode geschafft. Wir springen mal direkt in das Spielgeschehen. Wir spielen 8 gegen 8 Team Deathmatch auf Dome. Und ich fall direkt mal um. Nanu. Ja, wie immer muss ich mich erst einmal schnell an die Waffe gewöhnen. Der hockt ja immer noch dort an der Kiste. Das ist eigentlich meine Kiste. Mach dich mal weg dort. So langsam könnte ich aber jetzt mal anfangen, Gegner abzuschießen. Aha, es geht doch. Es geht doch. Na, der liegt da schon tot rum. Oh, Granate. Na, da kam ein Hündchen. Upsala. Ich muss mich erst mal wieder an die Waffe gewöhnen. Ich hatte jetzt die ganze Zeit mit der MP40 gespielt. Mit ganz gruseligen Aufsätzen. Und die spielt sich irgendwie komplett anders. Auch wenn es beide Submachine Guns sind. Da war ich irritiert, weil mich was von links abgeschossen hat. So, dass die Gegner ständig vor meiner Nase spawnen, gefällt mir gar nicht. Und noch weniger gefällt mir, dass wir keine Minigun haben. Heißt, ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Aber ich habe zumindest meine Kiste hier hinten. Da oben ist auch einer. Was war denn das? Spawnt er direkt vor mir. Das ist ganz schön chaotisch hier. Habe ich da eben eine Pumpe gehört? Von links, ah. Upsa. Jetzt spawnen wir alle da draußen in der Ecke. Schön, dass er an uns vorbeigelaufen ist. Das war zu hoch. Wir haben verloren. Aber ich bin Erster. Ich bin 21 Mal gestorben. Keiner aus meinem Team ist so oft wie ich gestorben. Was war denn da los? Wir sind bei Stufe 30. Sehr schön.
Weniger Damage Range, das ist blöd. Was macht der? Höhere Feuerrate. Das ist mir egal. Und hier Kill XP. Kill XP ist sehr schön, das nehme ich mit. Okay, wir sind hier auf Raider. Wieder Team Deathmatch 8 gegen 8, sofern wir noch Mitspieler bekommen. Und da ich eben die Waffe auf Stufe 30 gebracht habe, heißt das, dass ich aber jetzt Longshots machen kann. Also konnte ich schon vorher, aber die habe nicht gezählt für irgendwelche Aufgaben. Das scheint auch irgendwie der neue Trend zu sein. Upsala, da sind die Fässer explodiert. Ja, der neue Trend zu sein, wenn man hier rauskommt, direkt beim Start, stehen alle rechts von dir. Und vorher sind immer da drüben durch die Höhle gerannt. Mittlerweile kommen die alle von dort. Da war jemand. Oh, Spawnflip. Hier war da noch einer. Upsa. Ja, da waren sogar zwei. Gehen wir hier durch. Habe ich gehofft, dass ich den dritten noch bekomme. Ich und meine Gier. Oh, da oben ist tatsächlich jemand. Na, ich bekomme ihn nicht. Autsch. Brandmunition sogar. Oh, von hinten. Glaube ich. Den habe ich gehört. Jetzt bekam ich aber langsam Panik. Ich dachte mir auch gerade, der muss ja irgendwann keine Munition mehr haben. Nein, komm. Der kämpft da hinten. Der kämpft da hinten. Dummerweise kommen jetzt hier auch welche. Da war ich zu langsam. Falsche Seite. Schon wieder Brandmunition. Ach. Oder einfach weil. Ja, doch. Huch. Ja, zeig dich. Ups, aua. Ich habe das Gefühl, die haben alle Brandmunition. Hier kommt gleich jemand. Oder auch nicht? Doch. Uff, Alter. Was war denn das? Das war dumm. Eins. Zwei. Flybox ready. Grabbing supplies. Ja, geh du mal da lang. Glide bomber assist coming in. Komm, put.
Schade. Schade, schade, schade. Recon plane incoming. Drüber geschossen. Oh, der liegt da rum. Der liegt da rum. Hostile Recon in the air. Spies in the sky. Wo? Hinter uns? Hostile Recon in the air. Spies. Wir haben verloren. Schade. 21 zu 13, das ist um einiges besser als vorher. Vorhin bei Dom war es ja 20 zu 21. Es geht vorwärts. Und aufwärts. Das ist toll. Dann schauen wir mal. Stufe 33. Sehr schön. Was habe ich hier? Sprint to Fire Time geht halt nach unten. Nö, das lassen wir mal. Subsonic will ich auch nicht. Und hier habe ich schnellere Bewegungsgeschwindigkeit. Das nehme ich mit. Was macht den Panic? Achso, nach Waffenswap mache ich nicht. Weiter geht es. Okay, wir sind nochmals auf Dom. 8 gegen 8 Team Deathmatch. Ich will wieder dahinter. Oh, was macht denn der da rechts? Ja, hier noch. Nicht so. Wo sind denn die alle? Nein, das sind unsere. Trefft den nicht? Ja je, jetzt wurde ich von hinten abgeschossen vom Tom. So, das hast du davon. Sechs Gegner haben wir. Da ist einer. Aber ich habe das Gefühl, die trauen sich nicht raus. Oh, da. Nee, nicht raus, sondern von draußen nicht rein. Recon Mission ready. Find the bastards. So, die sind alle hier drüben. Ich nehme mal hier hoch. Da sehe ich keinen. Oh, da. Da war ich zu langsam. Ups, nein, der Pumpenmann. Na gut. Ich gehe mal hier draußen entlang. Tja, hier ist keiner. Da oben ist jemand. Upsala, wo kam denn das her? Hinter mir ist da einer irgendwo. Ach, da oben. Na gut, wenn er hier oben ist. Ändern wir das. Stun-Granate tat gerade weh. Also ich weiß gar nicht, ob es Stun war. Ach.
Jetzt. Na klar. Ich glaube, der ist sogar eben vor uns gespawnt. Oh, der da in der Ecke. Oh, das habe ich auch schön geschossen. Das sah eben aus wie ein Mitspieler, weil da ein blauer Punkt über seinem Kopf war. Aber der war weiter hinten. Von hier oben erwische ich den nicht, oder? Nein. Huch, da war einer vor mir. Ja, ich muss mal zusehen, dass ich da rüberkomme irgendwie. Ich komme nicht darüber. Oh, das ist gut. Jetzt sind die alle weg. So viel dazu. Ich sehe nichts. Wenigstens habe ich ihn abgeschossen da oben. Wow, die sind alle da drüben. Naja. Das ist eine furchtbare Killcam. Stufe 35, okay. Was habe ich hier? Stable Grip. Der sieht gut aus. Der sieht sogar sehr gut aus. Den nehme ich mit. Wie schaut es hier aus? Ich habe noch keinen Longshot. Aber der Rest geht vorwärts. Okay, weiter geht es. Noch einmal Raider, 8 gegen 8, Team Deathmatch. Wir sind wieder nur 3 am Start. Jetzt trudelt der Rest ein. Oh, und diesmal die andere Seite. Ich hätte ja gehofft, dass da jemand hochklettert. Erstmal nachladen, bevor ich da runtergehe. Ups, Alter. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Überhaupt nicht. Das war gar nichts. Ich und mein Timing. Ich habe es hinter mir trampeln gehört und ich dachte, das wäre mein Teammate gewesen. Dem war nicht so. Ups! Bin ich zu weit gerutscht? Da gehe ich nicht lang. Duckt er sich. Schon wieder der. Hier ist schön. Hier ist sehr schön. Diese fehlende Minimap, die macht mich fertig.
What? Ach, da hocken jetzt zwei, okay. Na, dann hockt mal da. Warum ducken die sich denn alle? Also ja, ist äußerst effizient, zumindest gegen mich. Drin ist da einer. Noch einer. Das war nichts. Uff, werden immer mehr. Da stehen zwei nebeneinander. Der hat sich wieder geduckt. Meine Güte. Stehen die immer noch dort? Nein. Friendly guard dog is on his way. Hat nichts. Ganz links ist einer. Was? Ach, der ist tot, okay. Ups. Ich häng hier fest. Dieser alte Zaun. Ich glaube, hier oben ist da. Nee, hier oben ist keiner. Hier unten ist da einer. Oh. Das war nichts. Ich glaube, das verlieren wir. Da waren zwei und links war auch noch einer. Bingo. Direkt in den Lauf gesprungen, mehr oder minder. Das war auch nicht gut. Das war es. 15 zu 17. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Da schauen wir doch mal. Stufe 37. Es geht voran. Das nehme ich nicht. Das. Oh! Sprint Speed. Das ist toll. Ich hätte aber schon erstmal die Kill XP. Deswegen lassen wir das erstmal noch. Habe ich schon Longshots gemacht? Nein, noch gar keinen. Gut, weiter geht es. Wir spielen Paradise 8 gegen 8. Kill confirmed. Mal schauen, ob die letzten vier Mitspieler auch noch dazukommen. Kill confirmed. Eradicate all threats. Time to prove yourselves worthy. Ouch. Da war ich doch beim Spritzen, als er mich abgeschossen hat. Upsala.
ich auf dem gewartet, der da in den Bunker gerannt ist. Ach, meine Güte. Okay, da passiert. Komme ich gar nicht vorwärts. So, muss jetzt ein bisschen aufpassen. Da links snipert jemand. Ach, ich und mein Timing. Ich und mein Timing. Immer wieder das gleiche Problem. Was denn du dort? Hockt er hier ganz hinten? Sieht man hier was? Oh. Ja, hübsch. Tolle Aussicht. Da hatte ich es zu eilig. Wir haben Spawnflips, okay. Ups, ach nö, schon wieder der. Ja, so halbe Spawnflips, ja gesagt. Autsch. Ah. Da war ich umzingelt. Vor mir zwei, hinter mir einer. Ihm ging es eben nicht besser. Hier sind zwei. Ach, von hinten. Oh, oh, oh. Das war aber knapp. In den Kopf. Spawnflip, sehr schön. Es waren noch wieder mehrere, oder? Da wollte ich zu viel, na gut. Den die an. Das sieht aber lustig aus. Oh, von hinten. Das war einer zu viel und da wäre auch noch einer gekommen. What? Ups, das tat weh. Ah. Oh, Spawnflip. Mal schnell hier von hinten angreifen. Wo ist er hin? Autsch. Wo sind die Gegner? Another kill confirmed. Good work, soldier. Supply box ready. Got the supplies. New intel ready for report. So, gehen wir mal hier entlang.
Intel acquired. Ah, hier ist jemand. Der ist über mir. Cut this bullshit! Get him! Das ist weg. Aha, okay. Oh, das ist aber heiß. Das war gar nichts. Das war gar nichts. Kill confirmed. Nice job. Mal gespannt, ob der immer noch da hockt. New Intel, ready for report. Kill. Das, meine Herren, passiert, wenn man campt. Recon mission ready. Find the bastards. Oh oh. Da war ein böser Hund. Das Spiel vorbei. Schade. Es hat eigentlich Spaß gemacht. Schauen wir mal schnell. Stufe 40. Was habe ich hier für ein Magazin? Das Gorenko. Wow. Oh, das zieht aber böse Schaden ab. Feuerrate aber höher und viel, viel mehr Rückstoßkontrolle. Oh nein, nehme ich nicht. Nehme ich nicht. Was habe ich hier Tolles? Hm. Das überlege ich mir mal. Oh, oh. Das nehme ich mit. Weiter geht es. Wir spielen 10 gegen 10. Domination auf Suppens. Domination. Move out and secure the objective. Training's over. Dann hoppe ich mal ganz schnell zu B. Securing Able. Dann wurde ich schon erwartet. They're taking Baker. Ich hatte hier meinen Punkt gesehen. Baker is lost. Securing Baker. Oh! Mitten im Nachladen. Das war gemein. Geh ich noch einmal da lang. Da zielt wer auf mich. Eieiei. Dann lauf weiter. Wow, das war gut. Nein! Achso, das ist ein Mitspieler, okay. Habe ich schön da oben gegen die Wand geschossen. Schade. Ich will hier hoch. Das Termit war nicht gut. Hostile
laufe weiter hier unten entlang. Ups. Autsch. Das waren zu viele. Viel zu viele. Losing objective Baker. Hostile recon in the air. Ich versuche es dennoch noch einmal hier. Ja. Nach. Mit der Pistole hat er mich abgeschossen. Wo bin ich denn hier? Hier bin ich durch. Ja, hier ist gut. Nochmal schnell das B holen. Capturing Baker. Da bin ich in die Suppe gefallen. Na gut. Ich bin wieder hier. Losing objective Baker. Ups, Alter. Kommt man hier durch? Okay. Offensichtlich nicht. Dann wieder hier unten entlang. Baker is overrun. Securing Charlie. They're taking Abel. Okay, Spawn Flip. Hol ich mal noch schnell das C. Jetzt setze hier eine Kiste hin. Ich weiß nicht, was mich jemand geschossen hat. Soll ich nicht hier durch? Capturing Abel. Keep the momentum and we got this. Recon sweeping the sector. Der nächste Spawn Flip. Da habe ich mir die Beine gebrochen. Okay. Es sind Gegner direkt vor mir. Losing objective Abel. Hostile recon in the air. Spies in the sky. Abel is lost. Ja, du musst schon ein Stückchen weiter nach hinten gehen, mein Guter, damit wir das auch bekommen. Da war noch einer. Versuche ich noch einmal hier unten entlang reinzukommen. Ups! Ich wurde schon erwartet. Ach, schade. Tja, die zwei da drin schaffen jetzt halt nichts mehr. Wo will ich denn hin? Ich wollte auf das U-Boot springen. Das war das Falsche. Wow. Warum spawnen die ständig da oben? Achso, weil sie keinen anderen Punkt zum Spawnen haben. Das erklärt das. Erst
zu weit weg. Kommt man hier hoch? Nein. Das war abzusehen, dass ich die nicht bekomme. Dann gehe ich mal hier entlang. Ach, der hockt hier gar nicht mehr. Heads up, enemy glide bomb coming in hot. Losing objective Charlie. Supply box here. Grab him supplies. Hostile recon in the air. Ouch. Spies in the sky. Das hat geklappt. Ach, da war. Stimmt, da hinten steht hier einer. Den habe ich komplett vergessen gehabt. Securing Baker. So, links. Schade. Da fiel dir nicht mehr viel, um nicht zu sagen zwei Kügelchen. Sehr schön. Ich bin Erster. 9 Captures. Ja, das lief gut. Das hat auch Spaß gemacht. Schön aggressiv. Genau mein Spielstil. Was habe ich hier gemacht? Dann schauen wir doch mal. Stufe 42. Ah, ich habe ja auch schon allerhand Visiere freigeschaltet. Oh, ich habe sogar den Sandfilter. Den stopfe ich mal drauf, weil es damit leichter ist, Longshots zu machen. So langsam sollte ich mich da mal dran gewöhnen. Ein Magazin mehr? Nö, Magazine sind nicht unbedingt mein Problem, sofern ich regelmäßig die Kiste hinsetze. Der Rest, der kann erstmal so bleiben. Wie schaut es denn hier aus? Oh. Was war denn das? Das waren definitiv nicht Hipfire-Kills, denn die mache ich viel zu selten. Ich weiß es nicht. Falls jemand von euch weiß, was hier welche Aufgabe bedeutet, schreibt es doch mal in die Kommentare. Das würde mir wirklich helfen, besonders hier hinten die letzten drei. Immer in die Kommentare damit. Ansonsten kann ich ganz zufrieden sein mit Stufe 42. Mein Ziel, in der letzten Episode hatte ich ja gesagt, ja, so 42, 43 wäre ganz okay. Das habe ich hiermit erreicht. Ich habe nur einen Sticker. Ich habe einen Sticker. Ja. Ganz toll. Gut, sehr schön. Stufe 42. Nächste Episode, das Ziel wird sein, ja, ist halt die große Frage, ob es da noch Double XP gibt. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es das noch geben wird. Das heißt, nächstes Ziel würde ich mal anvisieren. 50, 51, so die Drehe. Ja, ich glaube, das ist machbar. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von Call of Duty in Zukunft sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.